So, jetzt habe ich. Die guckt immer so traurig auf dem Bild. Habe ich sie in der Gruppe? Ah, sie ist Level 13. Also lasse ich sie noch mal ein bisschen aus dem Spiel. Ich hole mir sie dann, also ich nehme sie dann mal in die Gruppe auf, sobald ich den Turm beansprucht habe. Ich frage mich gerade ehrlich, wie viele Gruppenmitglieder es noch gibt, die ich anheuern kann. Weil jetzt habe ich schon mal 6. Und da es ja in dem Spiel keine Klassen gibt, kann man sich auch nicht danach richten. Und ich kann auch schlecht hier nachgucken. Weil ich habe jetzt hier alle 6, die ich haben kann. Tötet im Schatten. Ja, Gruppenfähigkeiten freischalten wird auch noch so eine nette Sache. Jedenfalls bei den anderen. Bei Landwirt zum Beispiel muss ich noch ein bisschen mal mit ihm reden, dass ich das freischalten kann. Beric und Lyra ist ganz gut. Wobei ich eigentlich immer geplant hatte, bei Lyra auf volle Furcht zu gehen, aber das hat sich dann wohl doch nicht so ergeben. Gut. Das heißt, wir können jetzt uns mal mit ihm hier unterhalten. Einen guten Tag, Schicksalsbinder. Die Soldatin salutiert kurz vor dir. Ach so, das ist ja eine Sie. Dann nimmt sie Haltung an. Ich heiße Vintra, willkommen in Letians Kreuzung. Kommandant, es ist eine Weile her, dass ich die Kreuzung verlassen habe. Schön, dass hier Ordnung herrscht. Beric nickt. Beric, ich habe dich seit dem Marsch auf das unbeugsame Land nicht mehr gesehen. Er scheint dir seitdem gut ergangen zu sein. Sie mustert ihn von oben bis unten. Was ist da draußen mit dir geschehen? Ich habe einiges erlebt, nichts, womit ich nicht klar käme. Nun, du siehst fürchterlich aus. Ich will dich so schnell wie möglich in einer anständigen Uniform sehen, verstanden? Ohne auf eine Antwort zu warten, nimmt sie wieder Haltung an. Womit kann ich dir helfen? Kannst du mir sagen, was in Letians Kreuzung vor sich geht? Unser Befehl lautet, Letians Kreuzung zu garnisonieren. Wir wollen die Sicherheit der Eisengeborenen gewährleisten, Kyros Gesetze wahren und die Siedler beschützen. Und wir haben es mit einer Bande von Söldnern aus den freien Städten zu tun, die wir zurück nach sinkende Sonne prügeln müssen. Sie ist nervös. Nun ja, das ist nicht der offizielle Befehl, aber du verstehst schon. Es gibt etwas Ärger wegen einem Dieb in der Stadt, aber ich will dich jetzt nicht mit solchen Kleinigkeiten belästigen. Meine Soldaten werden damit sicher fertig. Eroberung. Wie ist die Lage mit den Geistern? Au. Das hängt von deinem Standpunkt ab. Wenn du einer von diesen Ringezählern bist, dann war die Situation gerade recht. Wie du vor Jahren befohlen hast, haben die Geschmieden die Geister abgewehrt und tun es immer noch. Die Siedlung ist in Sicherheit, obwohl wir diese Last alleine tragen und mit Blut dafür bezahlt haben. Ich muss weg. Gute Reise, Schicksalsbinder. Da hell. Ja. Na gut, es sieht noch nicht so schlimm aus wie bei Ash. Da bin ich schon fast bei Stufe 4. Der war stimmen, bin ich schon bei 5. Ja, bläden Mark, den muss ich mal wieder ein bisschen begeistern. Geschmähte habe ich. Ja gut, geschmähte bin ich jetzt gerade mal über 2 drüber. Da könnte ich ruhig noch. Naja, übertreiben wir es mal nicht. Ungebrochene bin ich hoch. Gilde der Weisen. Bin ich hoch in der Gunst. Das gibt mir Verteidigung gegen Zauber. Brauchst eine Bruderschaft? Hätte ich eigentlich auch gerne bei 3. Aber wahrscheinlich, weil ich mir die Geschmähten als Verbündete genommen habe, kann ich die verschiedenen sage ich mal, Rebellengruppen der einzelnen Gebiete nicht mehr auf meine Seite bringen. Wie zum Beispiel die Vendrienwache. Die Eisengebundenen schon. Letians Kreuzung auch. Also die Vendrienwache, die Ungebrochenen
Und die brauchst eine Bruderschaft. Das hätte ich alles auf meine Seite ziehen können, wenn ich mich nicht für die Geschmähten als Verbündete entschieden habe. Hätte. Da gibt es nämlich auch extra Achievements dafür. War nicht. Gut, das wäre auch jetzt geklärt. Mondviertel, Mondmarkt und so weiter. Jetzt müssen wir ganz nach da oben. Damit die Eisengebundene hier ihr Werk vollrichten kann. Es ist vollbracht. Gut, gut. Nun haben die Leute in Lithias Kreuzung eine Sorge weniger Schicksalsspinner, gehst du hinein und siehst nach, welche Wirkung der Helm auf die Geister hat? Willst du ihn einfach hier herumliegen lassen? Du bittest einen Schicksalsbinder nach etwas zu sehen? Ich ließe mich sicher überzeugen zu helfen, wer die Bezahlung stellt. Immerhin bittest du mich, ein Gesetz zu brechen. Kyros Gesetz besagt, dass niemand die Altmauern betreten darf. Aber wenn niemand hineingeht, erfahren wir nie, ob der Helm funktioniert. Ich tue euch den Gefallen. Kunst bei Lithians Kreuzung und Wissens-XP. Ja. Danke, Schicksalsbinder. Deine Hilfe ist unverzichtbar. Ich muss nur wissen, dass meine Bürger in Sicherheit sind. Die Gruppe hat Schlüsselstein für die Altmauern bei Lithians Kreuzung erhalten. Erhält dir einen kleinen Stein hin, in den Glyphen eingeritzt sind. Nimm das. Es ist der Schlüsselstein, den du brauchst, um die Altmauern zu betreten. Der Eingang liegt direkt unter uns. Viel Glück. Ja, betritt die Altmauern bei Lithians Kreuzung. Lilian hat dich gebeten, die Wirkung des Geisterbands zu bestätigen, indem du dich bei Lilians Kreuzung in die Altmauern begibst. Halte dort nach Geistern Ausschau, die dabei sind, sich loszureißen. Er gab dir einen Schlüsselstein, mit dem du die Altmauern betreten kannst. Vielleicht mein bestes Werk, nur sind die Eisengebundenen sicher. Viel Glück da drin, Schicksalsbinder. Ja, das heißt mal wieder in eine Ruine rein. Und mich wieder mal mit Geistern rumschlagen. Anything for Alpha to kill in Shadow. Ja, Schlüsselstein verwenden. Wahrscheinlich ist der Turm wieder so ähnlich aufgebaut wie der letzte. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie viele Türme gab es. Können wir ja kurz auf der Übersichtskarte gucken. Das hier ist auf jeden Fall mal einer. Wir haben hier den Turm des Ozeans. Turm des Sonnenuntergangs, Turm des Berges. Das sind schon mal drei. Ja, ich sehe fünf. Denn die beiden gibt es hier noch. Hier in der brennenden Bibliothek zum Beispiel ist keiner. Ja. Nur die fünf. Gut. Da ist ein... Oh, das sind mehrere Geschmähte. Luft schmeckt bitter, schmeckt falsch, liegt schwer auf Zunge von Tierfrau.
Vorsicht, die Geister sind entkommen. To battle! Okay. Right. Strong. Landry heil mal. Strike. Irre. Am besten heilst du sie mal über Zeit. So. Jetzt müssen wir erstmal den da oben loswerden. That wouldn't rattle me hard. Fall before me. It's a hit. Das passiert, wenn man einem Helm die Arbeit eines Soldaten überlässt. Wir müssen Cedia informieren. Zusammen mit den umgebenden Wänden versiegelt die Tür den Weg fast hermetisch. Auf ihrer Oberfläche fallen dir mehrere abgeplatzte Stellen und flache Kerben auf. Spuren misslungener Versuche, die Tür zu öffnen. Auf ihren Platten befindet sich nichts, mit dem du interagieren könntest. Und du kommst zum Schluss, dass sie niemals dafür vorgesehen war, von dieser Seite aus geöffnet zu werden. Spotted something with your eyes. Schnappen wir uns erstmal, was wir hier so finden können. Federwurf. Gemäß unserer mündlichen Vereinbarung wird dir Zugang zu den Almen von Lithians Kreuzung gewährt, mit der ausdrücklichen Anweisung, einen Weg zum Lager der Bossen Bruderschaft am anderen Ende zu finden. Alle Gegenstände, die du in den Altmauern findest, darfst du als Gegenleistung für deine Hilfe in dieser Angelegenheit behalten. Eisenwache Vintara, Kommandantin von Lithians Kreuzung. Verhandlung der Archonten. Geschmiedensoldaten wollen Zugang zu den Altmauern von Zwillingsfluss. Das ist wiederum nicht so toll. Oh ja, was sagt die Tür eigentlich? Per Hand kann die Tür nicht bewegt werden und sie scheint jeglichen gewaltsamen Öffnungsversuch mit Leichtigkeit widerstehen zu können. Bei einer der Platten, mit der diese Tür geschmückt ist, fällt dir eine kleine Öffnung auf, aber nichts in der Kammer sieht so aus, als würde es dort hineinpassen. Handschuhe eines Eisenschreiters. Wären schon mal schöne Handschuhe für mich. Diese Steine im Boden wurden kürzlich zerbrochen. Die nahegelegenen Metallstücke deuten darauf hin, dass unvorsichtige Soldaten dafür verantwortlich waren. Ein Geschmähtenschild. Nö, ist nicht so gut wie unsere Schilde. Ein zerbrochener Schild. Interessante Rune. Dieses eingelassene Reliff ist zwar schwer beschädigt, soll aber ganz offensichtlich ein Runensymbol zeigen, das dem ähnelt, was du in der Himmelfahrtshalle gesehen hast. Das Relief ist unvollständig, die endgültige Form der Rune ist daher unbekannt. Ja, Kohlepergament. Das kennen wir alles. Landry kommt näher, während du arbeitest. Schau, wie dieses Muster entlang zweier Ränder unterbrochen wird. Ich glaube, die Gravierung besteht aus mehr Teilen, als wir hier sehen. Dann suchen wir weiter. Lernt wenig. Gut, wenn wir genügend Skizzen und Abdrücke finden, können wir zweifellos das gesamte ursprüngliche Bild rekonstruieren. Da ist was in der Urne. Right. Zwei Tierhäute. Right. Aber ansonsten kommen wir von der Seite nicht weiter. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich vom Lager der Bossen Bruderschaft aus rein, ha? Vielleicht habe ich doch noch das Glück, sie auf meine Seite ziehen zu können.
Werde ich ja sehen, wenn es soweit ist.